habe euch zu Beginn ein Zitat mitgebracht von Corrie ten Boom. Könnt ihr das hier auch sehen? Nee, ihr könnt es nicht sehen, dann lese ich euch das mal vor. Und zwar steht da, die Welt liest nicht die Bibel, sie liest dich und mich. Und als ich mich auf diesen Abend vorbereitet habe, ist mir dieses Zitat eingefallen, weil ich das letzte Woche nämlich mal bei Facebook gesehen habe und dachte, ey, das passt richtig gut zu dem, was ich heute sagen möchte, was ich euch heute mitgeben möchte. Und ich weiß nicht, wer von euch so ein bisschen weiß, wer Corrie ten Boom ist und was die gemacht hat. Das war eine Frau, eine Christin aus der Niederlande, die zur Zeit des Zweiten Weltkrieges Juden mit ihrer Familie zusammen bei sich zu Hause versteckt hat. Und dann irgendwann ist es rausgekommen, sie wurden verraten und dann wurde sie zusammen auch mit Teilen von ihrer Familie in Konzentrationslager gebracht. Und sie hat es überlebt und schon in dieser Zeit den Menschen dort von Jesus erzählt. Und als dann diese Zeit vorbei war, sie hat es überlebt, hat sie angefangen, sich um die Opfer des Zweiten Weltkrieges zu kümmern. Und ihr lag vor allem auf dem Herzen, dass die Opfer und die Täter wieder miteinander versöhnt werden können, was echt richtig krass ist. Und dieses Zitat ist von ihr. Und ja, ich finde es richtig passend zu dem, was ich euch heute sagen will. Die Welt liest nicht die Bibel, sie liest dich und mich. Aber bevor ich richtig anfange, möchte ich mich noch mal vorstellen. Ich bin Lea, ich komme aus Oranienburg. Ich bin jetzt vor kurzem in meine erste eigene Wohnung gezogen, was ziemlich spannend ist. Ich gehe dort ins christliche Jugendzentrum Oranienburg, das ist meine Gemeinde, das CJO. Und ich studiere in Berlin, ich mache meinen Master, um Lehrerin zu werden. Und was ich sonst über mich sagen kann, ich liebe es, von ganzem Herzen zu singen. Und ich liebe es, wenn es geregnet hat und dann die Luft draußen so richtig frisch riecht. Und ich liebe Marmorkuchen. So. Ich weiß nicht, was ihr gerne mögt, aber das mag ich. Aber heute geht es nicht um mich und heute geht es auch nicht um Marmorkuchen, sondern ich möchte dir heute eine Frage stellen. Wenn die Welt nicht die Bibel liest, sondern dich und mich, was liest die Welt dann in dir? Und ich habe euch zur Unterstützung einen sehr interessanten Charakter mitgebracht, aber auch einen sehr impulsiven Charakter aus der Bibel. Und ich vermute, dass die meisten von euch den kennen. Und vielleicht fällt euch noch ein anderes Adjektiv ein, wenn ich euch sage, wer das ist. Ihr könnt gerne, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, mitlesen oder eure Smartphones. Und zwar geht es heute um Simson. Die Geschichte von Simson, die beginnt oder die steht in Richter 13, da geht's los. Und Simson war ein Richter über das Volk Israel. Und ich will euch ganz kurz erzählen, wie so die Situation zu dieser Zeit war, als Simson geboren wurde. Es war so, dass ja das Volk Israel erst durch Mose und dann durch Josua aus Ägypten rausgeführt wurde, durch die Wüste ins verheißene Land Kanaan. Und dann war es so, dass sich das Volk erstmal einleben musste und zurechtfinden musste. Aber das Problem war, nachdem Josua gestorben ist, hat sich das Volk komplett von Gott abgewandt und hat nach eigenen Göttern gesucht und seinen eigenen Gott komplett außen vor gelassen und vergessen. Und damit ist das Volk Israel in richtig große Probleme gekommen. Sie wurden dann nämlich von Menschen unterdrückt, die über sie geherrscht haben, weil sie eben nicht mehr auf Gottes Weg unterwegs gewesen sind. Und in diese Situation wird Simson reingeboren. Das Volk war gerade wieder 40 Jahre unter der Herrschaft von ihren Feinden, von den Philistern. Und Gott hatte aber Mitleid mit seinem Volk. Auch wenn sie sich immer wieder von ihm abgewendet haben, hat er gesagt, nee, ich muss irgendwas tun, was meinem Volk wieder eine Richtung gibt. Und deshalb hat Gott Richter ernannt, die dem Volk ein bisschen zeigen sollten, wo der richtige Weg lang geht. Und einer von ihnen war Simson. Und ich will einen Vers lesen aus Richter 13, Vers 5. Es ist nämlich so, dass Simsons Mutter eigentlich gar keine Kinder kriegen konnte. Also schon allein seine Geburt ist ein richtig großes Wunder gewesen. Und es kam ein Engel zu Simsons Mutter und hat ihr gesagt, denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem soll kein Schermesser auf das Haupt kommen. Also er soll niemals die Haare geschnitten bekommen. Denn der Knabe soll ein Nazirea Gottes sein, von Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Und ein paar Verse später heißt es, und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben. Simson bekam eine Berufung für sein Leben, als er noch gar nicht geboren war.
Als er noch im Bauch von seiner Mutter war, hat Gott schon eine Berufung über sein Leben ausgesprochen. Und auch seine Mutter sollte schon während der Schwangerschaft auf bestimmte Sachen achten, weil es einfach wichtig war für die Berufung ihres Sohnes im Bauch. Was bedeutet Berufung überhaupt? So, wir als Christen sagen das ja ziemlich oft, oh ja, ich bete, dass Gott mir meine Berufung zeigt, oder ja, ich weiß nicht, wozu Gott mich berufen hat. In dem Wort steckt schon das Wort rufen oder Ruf drin. Und Berufung bedeutet nichts anderes, als dass Gott dich ruft, dass Gott einen Ruf über dich ausspricht, was eine Lebensaufgabe beinhaltet oder einen Auftrag. Das kann für dein ganzes Leben gelten, aber das kann auch nur für einen bestimmten Zeitraum in deinem Leben sein. Und Simson wurde dazu berufen, ein Nazireer zu sein. Weiß jemand von euch, was ein Nazireer ist, was es bedeutet? Also es kommt nicht oft in der Bibel vor tatsächlich, deshalb musste ich da auch genau nachgucken, was bedeutet es überhaupt, ein Nazireer zu sein? Was hat es damit auf sich? Und das Wort, das kann man auch übersetzen mit ein Gottgeweihter, ein Ausgesonderter, der für etwas ganz Besonderes ausgesondert wurde oder der Gott hingegeben wird. Und dort war es so, dass auch ein Nazireer entweder auf Dauer für Gott geweiht war oder Gottgeweihter war oder für einen bestimmten Zeitraum seines Lebens. Und es gab bestimmte Dinge, an die sich so ein Nazireer halten musste. Und das galt auch für Simson. Wenn ihr da interessiert seid, in 4. Mose 6 kann man das alles schön nachlesen, woran sich so ein Nazireer halten musste. Ein paar Punkte möchte ich mal hier kurz nennen. Und zwar sollte der auf Wein und auf alle möglichen starken Getränke verzichten, die irgendwie aus Trauben gemacht werden. Das war eine Sache. Dann sollte er jeglichen Kontakt mit irgendwelchen Toten vermeiden. Also auch wenn von seinen Angehörigen jemand verstorben war oder irgendein Tier, durfte er die nicht berühren oder denen zu nahe kommen, weil sonst diese Weihung aufgehoben worden wäre. Deutsche Sprache, genau. Und eine andere Sache war, dass Nazireer, wie wir schon gelesen haben, sich nicht die Haare schneiden lassen durften. Also langes Haar war ein Zeichen dafür, dass sie ein Nazireer sind. Und daran erkannten die Menschen auch, dass es sich bei dieser Person um einen Nazireer handelt. Bei mir jetzt nicht. Jedenfalls nicht aufgrund meiner Haare. Genau, und Simson war eben für sein ganzes Leben Gott geweiht. Er war dazu bestimmt, heilig vor Gott zu leben und für ihn zu leben. Jetzt habe ich ja damit angefangen, mit diesem Zitat, was liest die Welt in dir und in mir? Und ich will mal mit euch ein bisschen uns angucken, was die Welt in Simson gelesen hat. In Simsons Leben ging es nämlich ganz schön wild her. Ich denke, dass die meisten von euch die Geschichte bestimmt kennen und schon mal gehört haben. Und wenn du an Simson denkst, was fällt dir da als erstes ein? Ich muss an seine langen Haare denken und dass er quasi eine Superkraft gehabt hat. Also ganz oft lesen wir, und der Geist des Herrn kam über Simson und dann, dass er irgendwas zerstört hat, dass er eine Mauer eingerissen hat, dass er irgendwelche Masse an Menschen umgebracht hat, mit einer enormen Kraft, die über das Menschliche hinausgeht. Aber wenn ich auch noch weiter an Simson denke, dann fallen mir Sachen ein, die ich in der Bibel lese über sein Leben, die ich nicht ganz mit dem zusammenbekomme, was eigentlich für eine Berufung über sein Leben ausgesprochen wurde. Simson macht ganz schön viele Sachen, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Und ich möchte mit euch mal ein bisschen eintauchen in das, was Simson in seinem Leben erlebt hat. Und zwar geht es gleich los in Richter Kapitel 4, da verliebt sich Simson in eine Philisterin. Und wenn ihr euch noch daran erinnert, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe, die Philister waren eigentlich die Feinde vom Volk Israel. Da, wenn man darauf eingeht, da kann man einiges zu sagen, warum der sich jetzt gerade eine Philisterin ausgesucht hat, aber Gott hat sich da was bei gedacht. Jedenfalls, als er auf dem Weg war, diese Frau näher kennenzulernen, also er wollte dann diese Frau besuchen, um die abzuchecken, will ich die heiraten, da ist er einem Löwen begegnet. Und dieser Löwe hat ihn bedroht. Und Simson, durch die Kraft des Heiligen Geistes, hat diesen Löwen einfach mal, in der Bibel steht, zerrissen. Er hat ihn getötet mit der bloßen Hand. Und es ist ziemlich krass. Und eigentlich denkt man jetzt, okay, er hat ihn getötet, das heißt, es ist was Totes, das darf er eigentlich gar nicht berühren. In diesem Fall, naja, was kann er dafür? Er wurde ja angegriffen, also musste er sich wehren. So. Aber dabei ist es
leider nicht geblieben. Und zwar lesen wir in Richter Kapitel 14 ab Vers 8. Da wollte er hat seine Frau besucht, hat gedacht, ja, die gefällt mir, die nehme ich, und hat sie irgendwann nochmal besucht, um sie zur Frau zu nehmen. Und nach etlichen Tagen ging er wieder hin, um sie zur Frau zu nehmen. Und er bog vom Weg ab, um das Aas des Löwen anzusehen. Und siehe, da war ein Bienenschwarm und Honig in dem Körper des Löwen. Und er nahm davon in seine Hand und aß davon unterwegs. Simson kehrt ganz bewusst zu diesem Löwenkadaver zurück, obwohl er ganz genau weiß, dass er damit total gegen eine Vorschrift des Nazireerseins verstößt. Er macht es ganz bewusst und es ist falsch. Und ich frage mich, warum tut er das? Er weiß doch, wer er ist. Warum macht er das? Und vielleicht kommt dir so eine Situation bekannt vor. Du bist mit Gott unterwegs, du lebst mit dem Heiligen Geist, doch dann kommst du in so eine verlockende Situation und du bist irgendwie neugierig und irgendwie möchtest du das auch machen und denkst so, ha, ich habe ja aber auch meinen eigenen Willen, und du musst eine Entscheidung treffen. Folge ich dem Heiligen Geist? Gehe ich weiter auf dem Weg, den Gott mich führen will? Lebe ich in meiner Berufung? Oder folge ich meinem Willen? Folge ich meinen Gedanken? Folge ich dieser Neugier? Und Simson dachte sich vielleicht, ja, ich gehe ja nur ganz kurz vorbeigucken. Ich gehe ja dann auch wieder zurück auf den Weg zu meiner zukünftigen. Und ich kenne solche Momente. Und oft spüre ich in solchen Momenten die sanfte Stimme des Heiligen Geistes, die mir sagt, mach's nicht leer. Das tut dir nicht gut. Und es führt dich auch nicht auf den Weg, den ich mit dir gehen will. Und ich glaube, dass jeder von uns solche Fallen kennt, in die man immer wieder tappt. Momente, in denen man einfach besonders herausgefordert oder auch vielleicht besonders gefährdet ist, auf einen falschen Weg zu geraten. Bei mir ist es zum Beispiel das Thema Vergleichen. Wenn ich abends im Bett liege und eigentlich schon schlafen müsste, gehe ich oft noch an mein Handy und dann gucke ich mir irgendwelche YouTube-Videos an oder ich gehe nochmal zu Instagram oder so. Und eigentlich merke ich, das tut mir überhaupt nicht gut. Das füllt mich mit Sachen, die meinem Leben eigentlich eine falsche Richtung geben. Und ich war jetzt schon tatsächlich seit mehreren Wochen nicht mehr bei Instagram, genau aus diesem Grund, weil ich gemerkt habe, das tut mir einfach nicht gut. Ich gucke mir Sachen an, ich vergleiche mich, wie sieht die aus, wie lebt die ihr Leben, was macht die hier und da und keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber da merke ich, das ist eine Falle, in die ich tappe, wo ich ganz leicht vom richtigen Weg abkomme. Bei dir ist es vielleicht der Kontakt oder der Umgang mit Menschen, die dir eigentlich nicht gut tun, die dich auf die schiefe Bahn bringen. Vielleicht sind es bei dir auch andere Videos oder andere Filme, die du dir ansiehst, die eigentlich dein Herz gefangen nehmen und die deine Gedanken vereinnahmen und dich von dem richtigen Weg abbringen wollen. Vielleicht sind es Notlügen, vielleicht sind es krumme Dinger, die du ab und zu mal drehst und denkst, naja, fällt doch keinem auf, bemerkt doch eh keiner. Aber es bringt dich ab von diesem Weg, den Gott dich eigentlich führen will. Auf Simsons Aktion mit diesem toten Löwen folgen zwei Dinge. Das erste ist, er zieht andere Menschen mit rein, und zwar seine Eltern. Er hat sich aus diesem Löwenkadaver Honig rausgeholt, der sich dort gebildet hat, und hat ihn nicht nur selbst gegessen, sondern hat den an seine Eltern weitergegeben. Er hat sie mit reingezogen, und es ist bei dem Beispiel, was ich genannt habe, genauso. Wenn ich merke, hey, ich vergleiche mich mit anderen und fühle mich dann selber unsicherer oder bin nicht mehr dankbar für das, was Gott mir gegeben hat, dann wirkt sich das auf das aus, wie ich bin, wie ich meinen Mitmenschen begegne, wie ich über mich selbst denke. Das hat eine Wirkung nach außen. Und die zweite Sache, die bei der Aktion von Simson folgt, ist, dass er etwas verheimlicht. Er erzählt seinen Eltern nicht davon, woher er diesen Honig hat. Er sagt ihnen nicht, dass er einen Umweg gegangen ist, um etwas Totes zu begutachten, was er auch berührt hat, was er überhaupt nicht hätte tun dürfen. Und das zeigt mir auch, dass Simson eigentlich wusste, dass es falsch ist, was er macht, weil sonst hätte er es seinen Eltern ja sagen können. Wenn wir etwas, das wir tun, vor anderen verheimlichen oder nicht so gern darüber reden wollen, dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass wir wissen, dass es falsch ist.
Das mit der Braut, was ich gerade erzählt habe, wo Simson auf dem Weg hin war, das ist leider nicht so wirklich was geworden. Könnt ihr gerne nachlesen. Da folgte ein ziemlich großes Drama drauf. Aber etwas später hat Simson sich nochmal verliebt und hat das Geheimnis seiner Kraft verraten, die er hat. Und die Frau, in die er sich verliebt hat, die heißt Delila. Und die hat mit den Philistern, also mit Simsons Feinden, unter einer Decke gesteckt und wollte Simson an seine Feinde ausliefern. Und es war so, dass sie immer und immer wieder gefragt hat, Simson, verrat mir doch, woher kommt denn deine Kraft? Und hat ihm in den Ohren gelegen und gejammert. Und er hat sich einen Spaß draus gemacht und hat ihr immer irgendwelche Geschichten erzählt, die sie ausprobiert hat. Und am Ende konnte er sich befreien und konnte nicht überwältigt werden von den Philistern. Bis auf zweimal, sag ich mal. Nämlich das dritte Mal, als seine Freundin ihm in den Ohren gelegen hat, hat er gesagt, hey, das hat was mit meinen Haaren zu tun. Hat wieder ein bisschen Quatsch erzählt, aber er hat schon mal davon angefangen, ein bisschen Wahrheit mit reinzulegen. Und ich frage mich, wieso hat er das getan? Wieso hat er angefangen, sie auf eine Fährte zu bringen, die ganz nah an der Wahrheit lag? Nämlich, dass diese langen Haare ein Zeichen für seine Weihung sind und dafür, dass der Heilige Geist ihm diese Kraft gibt. Einfach richtig dumm, muss man einfach sagen. Aber beim vierten Mal hat er keinen Bock mehr gehabt. Oh, hat die genervt. Da hat er es ihr verraten. In Richter 16, Vers 17 lesen wir, da verriet er ihr alles, was in seinem Herzen war und sprach zu ihr, es ist kein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Nazireer von Mutterleib an. Wenn ich nun geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir und ich würde schwach und wie alle anderen Menschen. In diesem Moment, es ist das allererste Mal, dass wir davon lesen, dass Simson über seine Berufung spricht, dass er sagt, ich bin ein Nazireer. Vorher kommt es niemals vor. Und erstmal ist es nicht einfach nur dumm, wie ich gerade schon gesagt habe, dass er dieses Geheimnis verrät, sondern ich habe mich gefragt, wieso wissen die Philister und Delila eigentlich nicht, dass Simsons Haare dafür verantwortlich sein könnten? Ist ihnen das nicht bekannt, dass es Leute gab, die eben Gott geweiht waren und als Nazireer gelebt haben? Und dann dachte ich, naja, Simson hat ja nie davon gesprochen. Sein Leben hat eine ganz andere Sprache gesprochen als das, was Gott eigentlich noch vor seiner Geburt über sein Leben ausgesprochen hat. Er hat nicht in seiner Identität gelebt. Woher sollten die das auch wissen? An seinem Leben haben sie es nicht erkannt. Wenn du weißt, wer du wirklich bist, dann wirst du dich auch dementsprechend verhalten. Oberflächlich wusste Simson, wer er war. Vom Kopf her wusste er, dass er ein Nazireer war. Aber er hat diese Tiefe und die Bedeutung seiner Identität und dem, was es für sein Leben wirklich praktisch bedeutet, nicht begriffen. Er hat es nicht begriffen. Und die Geschichte von Simson nimmt leider ein tragisches Ende. Das könnt ihr gerne noch weiterlesen in Richter 16 und 17, wie es weitergeht, nachdem er dieses Geheimnis ausgeplaudert hat. Aber ich möchte dich heute fragen, weißt du, wer du wirklich bist? Und weißt du, wozu Gott dich berufen hat? Ich glaube, dass es einmal eine ganz individuelle Berufung gibt, die Gott über jeden Einzelnen von uns ganz persönlich ausspricht. Aber ich glaube auch, dass es eine allgemeingültige Berufung gibt, wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir Jesus nachfolgen. Und zwar will ich euch da drei Punkte nennen. Einmal beruft uns Gott zur Gemeinschaft mit Jesus. Das könnt ihr nachlesen in 1. Korinther 1, Vers 9. Da sagt er, dass er uns dazu beruft, mit Jesus verbunden zu sein. Das ist die Nummer 1. Die Nummer 2 ist, sein Wort sagt, in 1. Thessalonicher 4, Vers 7 zum Beispiel steht das, wir sind zur Heiligung berufen. Wir sind dazu berufen, dass wir ein geheiligtes Leben führen, dass wir nicht in Sünde leben, sondern dass wir uns von Gott heiligen lassen. Zweite Sache, zu der wir alle berufen sind. Und der dritte Punkt, wir sind zum ewigen Leben berufen. Wir sind zum ewigen Leben berufen mit Gott in der Ewigkeit. Ist ja schön und gut, dass ich euch jetzt diese tollen Punkte sage, aber wie lebe ich denn in dieser Berufung? Wie mache ich das denn? Wie kann ich denn in meinem praktischen Leben in dieser Berufung leben? Und da möchte ich euch gerne einen Bibelvers vorlesen aus 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 9. Er, Gott,
ist es ja auch, der uns gerettet und uns dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistung verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Wenn du denkst, du musst aus dir heraus heilig sein und weißt überhaupt nicht, wie du das machen musst, dann kann ich dich beruhigen. Wir können nicht aus uns heraus heilig sein. Ich zumindest kann nicht aus mir heraus heilig sein. Aber durch Jesus können wir rein vor ihm stehen, frei von unserer Schuld, heilig. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz den Weg frei gemacht, dass wir durch ihn ein heiliges Leben führen können. Nicht durch unsere Leistungen, nicht durch das, wie oft wir Bibel lesen oder was auch immer, das spielt keine Rolle darin. Das kann dem überhaupt nicht gerecht werden. Nichts, was du geleistet oder was du vielleicht auch verbockt hast, steht damit in irgendeiner Beziehung oder Verbindung. Gottes Ruf für dein Leben ist es, heilig zu leben. Und es ist einzig und allein möglich durch seinen Sohn Jesus Christus. Und auch wenn ich dich vielleicht nicht persönlich kenne, kann ich dir sagen, wer du bist. Du bist Gottes Schöpfung. Du bist sein Kind. Du bist geliebt. Du bist wertgeschätzt. Und ganz egal, was du bisher getan hast oder nicht getan hast, du bist dazu berufen, mit Jesus verbunden zu sein, mit ihm unterwegs zu sein. Du bist dazu berufen, frei von Schuld und Sünde zu leben, ohne Schuldgefühle, einfach in der Freude, die Gott dir gibt für dein Leben. Du bist dazu berufen, mit Gott in Ewigkeit zusammen zu sein. Und du bist dazu berufen, in dieser Welt, hier und jetzt schon, ein Zeugnis für ihn zu sein. Wenn die Welt nicht die Bibel liest, sondern dich und mich, was liest die Welt dann in dir? Ich will euch zum Abschluss einen Vers aus Römer 12 vorlesen, was Paulus schreibt. Die einzige angemessene Antwort auf Gottes großes Erbarmen ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und der Heilige Geist ist der Schlüssel dafür. Der Heilige Geist überführt uns. Und so wie es bei Simson war, der Heilige Geist, der treibt uns, der leitet uns, der zeigt uns, auf welchem Weg wir gehen sollen. Und wenn wir vielleicht mal auf dem falschen Weg unterwegs sind. Aber am Ende sind wir für unser Handeln immer selbst verantwortlich. Du allein weißt, wie dein Leben im Moment aussieht und du weißt, wo du gerade stehst. Und Gott kann uns seinen Heiligen Geist geben und er kann uns leiten. Aber unser eigener Wille, der bleibt. Und die Frage ist, was machen wir damit? Ich habe den tiefen Wunsch, an jedem Tag meines Lebens ein heiliges Leben zu führen. Und ich weiß, dass ich dabei ganz doll Gottes Hilfe brauche. Aber es ist mein tiefster Wunsch. Und ich möchte, dass die Welt an mir was über Gott liest. Und wenn du dir das auch wünschst, wenn du merkst, es möchtest du auch für dein Leben. Es hat nichts, es spielt keine Rolle, ob du das schon super hinkriegst oder ob du dich als totaler Versager fühlst. Es hat nichts damit zu tun. Wenn das dein Wunsch ist, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten. Und auch wenn du vielleicht sagst, hey, ich habe Jesus noch gar nicht mein Leben gegeben oder ich merke, dass ein Neuanfang wichtig ist, dann lade ich dich auch ein, bete mit mir und sag es Jesus. Gott, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für dein Wort, in dem wir lesen dürfen und was nicht alt und verstaubt ist und nicht fremd ist, sondern was ganz persönlich in unser Leben spricht. Und ich danke dir, dass
dein Wort nicht verurteilend ist und uns nicht unser schlechtes Leben vor die Nase hält, sondern dass es uns zeigt, was du für uns vorbereitet hast, was du uns geben willst, Herr. Und jeder, der jetzt einfach merkt, dass er sein Leben wieder ganz neu oder zum ersten Mal eintauschen will gegen das Leben, was du für uns vorbereitet hast, in Heiligkeit, nicht weil wir toll sind, sondern weil du, Jesus, uns komplett reingewaschen hast, dann bete ich, dass jetzt ein Moment sein kann, wo wir unser Leben eintauschen gegen das, was du uns ganz neu geben willst, Herr. Und ich bete wirklich um Freiheit in jedem einzelnen Herzen, in jedem Leben, für jeden, der hier sitzt oder vom Fernseher oder wo auch immer ist, Herr, dass wir jetzt erleben, wie dein Heiliger Geist uns erfüllt und wie du uns neu auf deinen guten Weg führst, der Weg, der zum Leben führt. Und alle Gefühle und Gedanken der Verdammnis, die müssen weichen in deinem Namen, weil du uns immer wieder die Möglichkeit gibst, einen Neuanfang zu machen. Und dafür danken wir dir, Jesus, in deinem Namen, Herr. Amen. Wir wollen jetzt weiter eine Zeit haben, wo wir Gott die Ehre geben, wo wir ihn loben mit Liedern, aber auch in deinem Herzen. Du musst nicht immer was sagen, nicht immer was singen, sondern Gott sieht auch dein Herz und er weiß, was darin vor sich geht. Lass uns Gott wirklich die Ehre geben und sagen, was uns bewegt. Er hört dich.